So, kommen wir mal wieder zu einem weiteren C64-Game. Und das ist Marauder, wenn ich das so richtig ausspreche. Und das sollte ich mir mal angucken. Dann tue ich das jetzt auch. So. Run Stop, danke. Und ab dafür. Hast du? Hast du? Ja, alles klar. Ja, bis später. Alles kein Thema. Kann auch sein, dass wir gleich noch mal irgendwie eine halbe Stunde Pause machen und dann geht es 19 Uhr mit Monkey Island los. Alles easy going. Brauche ich einen Trainer? Ach komm, machen wir mal Endless Lives. Ist vielleicht ganz gut so. Smart Bombs, nein. Nein, nein. Invincible, nein, macht keinen Sinn. Starting Level 1. Nein. So, dann wollen wir mal. Houston ist ja eigentlich immer Kult. So. Get ready. Ah, okay. Ich kann mich frei bewegen. Okay, den hätte ich. Was willst du denn von mir? So, erstmal ballern wir uns den Weg hier frei. So. Ich glaube, ich kenne die Musik. An das Game habe ich noch nicht so wirklich viele Erinnerungen. Aber ich glaube, die Musik haben sie für alle möglichen Demo-Sachen und so verbraten. Ach, Control Reversed, ja, super. Das stand ja da. Ah, ich bin auch nicht ganz so glücklich mit unserem Flieger hier, oder? Die Reverse Controls, die sind nervig. Laser Jammed. Achso, das kann ich nicht. Das soll ich nicht kaputt machen, oder was? Nein, nein, du musst gleich lesen. Das heißt, wenn du da irgendwas Falsches abschießt, oder vielleicht ist das auch eine Falle, dann werden die Controls umgedreht. Oder dass du denn jetzt gerade zum Beispiel gerade gar nicht schießen kannst. Ja, die Musik kenne ich. Ja, die Musik ist legendär. So, warte mal, was ist denn? Ach, dann, das war jetzt richtig. Da habe ich jetzt eine Smart Bomb gekriegt. Wahrscheinlich kann man das rausfinden. Das ist doch wahrscheinlich nicht nur ein Glück, oder? Hier, das ist jetzt gleich wieder. Mal gucken. Oder ist das wirklich die Farbe, die man abschießt? So, wir machen mal. So, blau dreht die Controls um. Das war auf jeden Fall richtig. Bonusschiff. Ich muss mich immer noch ein bisschen daran gewöhnen, wie das Ding hier funktioniert. Man muss genau zielen. Okay.
Und man darf nicht lange stehen bleiben. So. Das ist ungefährlich. Das sind eigentlich nur die bunten Punkte, die Ärger machen. Hier, den Part des Songs, den kennt, glaube ich, jeder. Ich glaube, damit haben sie doch Milliarden von Remixes gemacht. Ja. Ich würde wieder sagen, unglaublich. Unglaublich guter Soundtrack. Was jetzt Ende? Scheinbar. Ja. Okay, Level 2. So, jetzt gucken wir wieder. So, Smart Bombe. Ja, das ist mir auch total wichtig. So. So. Nee, aber. Also ich sag mal so, ich finde das jetzt nicht schlecht, das Game. Aber ist jetzt nicht unbedingt ein Smap, der mich jetzt aus dem Sessel haut. Also. Also, ja, ist ein völlig einwandfreier Titel, überhaupt keine Frage. Aber. Jetzt der Meinung, da gibt es Sachen, die finde ich ein bisschen spannender. Okay, wieder hört er jetzt nochmal den Song wahrscheinlich, ne? Ich will jetzt nie ohne Ton weiterspielen. Also blau ist tatsächlich Reverse. So. Ja, ich meine, ich kann ja mal den Hyrettum-Lord, wenn er dann noch da ist, mal fragen. Der ist ja so der. Einer der C64-Veteranen. Ich weiß, dass das Ding hier von vielen recht gut gemocht wird. Ja, also ich würde jetzt auch. Also nochmal, ich wiederhole nochmal. Es ist nicht schlecht, aber es ist jetzt auch nicht irgendwas, wo ich jetzt sagen würde: Das ist jetzt der Hammer, also. Bildausschnitt hätte ich auch gern ein bisschen größer. Da, jetzt kann ich wieder nicht ballern. Ja, aber ist halt in Ordnung, ne? Ist jetzt also. Also ich meine, von Houston. Für Houston-Verhältnisse ist das okay. Aber ja, die haben nun wirklich richtige Meisterwerke hingepackt. Level 3. Gut.
Wenn es nur Level 5 Level gibt, dann spielen wir die immer noch durch. So. Okay. Gelb ist Schild. Aber ist, ja, ist in Ordnung. Aber ich bin ja, ihr wisst ja, ich bin ja eher ein Fan von den, naja, wie sagen wir, den klassischen Smaps, das kann man ja jetzt nicht sagen, aber ah, Mann, ich gewöhne mich langsam dran. Steuerung habe ich langsam begriffen. Ja gut, das wäre immer tot gewesen. Und mit sowas rechnet man nicht unbedingt. Was ist denn ein Kulgas oder ein... Was ist das denn? Hab ich nie von gehört. Ich verwirrt mich. Naja, Laser Jammed ist Blödsinn. Natürlich jammed, natürlich. So, Alter. Coolstes Game aller Zeiten. Okay. Nein. Nein, das ist es nicht. Also es gibt gute Smaps auf dem C64, das ist nicht das Problem, aber da gibt es natürlich schon, besonders bei Arcades oder bei, ich sag mal, Sega, da gibt es schon ganz andere Dinge. So, okay. Und dass er dann manchmal zum Schluss abbricht, das habe ich noch nicht verstanden. Oh, nochmal Dschungel? Ist das jetzt ein anderer Level? Pff, weiß ich gar nicht. Bin ich ja mal gespannt, wie sie den letzten gemacht haben. So, bup. Jetzt wollte ich einmal auswählen. Ja. Musik schon wieder zu Ende? Da weiß man immer, dass so ungefähr 7 Minuten um sind. Na, ich bin mal gespannt. Also ja, den letzten, also ja, Level 5 mache ich auf jeden Fall noch. So. Ja, muss ja auch diese Bonus-Dinger wahrscheinlich auch gar nicht ballern.
Von Houston muss ich euch auf jeden Fall noch mehr zeigen. Das ist überhaupt keine Frage. Die Schattennase grüße ich hier mal. Das ist ja ein ganz großer Houston-Fan. Ein anderes Houston-Game, kann ich euch sagen, das kommt wahrscheinlich relativ schnell. Weil das wollte ich unbedingt auf jeden Fall machen. Das ist in meiner Pflicht-To-Do-Liste. Was, ist schon wieder Ende des Levels? Ist der kürzer? Haben sie da keine Lust mehr? Okay, Finale. Okay, das ist ein bisschen böse. So. War das Schönes? Ja, natürlich. Wieder jammed. Ist klar. Mach mal einmal den Spaß, ich gehe mal einfach durch. Das kann man auch ohne Ballern machen. So. Sieht doch gut aus. Mal gucken, wie lang ist der Level denn? Ah, Ziel? Ja, gut. Und dann? Level 6. Den, glaube ich, kennen wir noch gar nicht. Jetzt die Frage, wie viel Level hat das Ding? Weil es spielt sich besser, wenn man anfängt, das auszuweichen. Okay, da ging gar nichts, aber... Okay. Was kommt jetzt? Sieht doch so wie so eine Landebahn aus. Ja. Das ist doch genau. Und hier ist doch Ziel. Ist hier Ende?
Ja, das sieht doch jetzt genauso aus wie der Anfang. Ich sag mal so, das reicht, glaube ich, auch bis hierhin. Joa. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Ist jetzt nicht irgendwas, wo man tierisch sich aufregen muss, glaube ich. Geht völlig in Ordnung. So. Eins machen wir noch vor der Pause. Das gucke ich jetzt mal eben.